Hey, willst ein Trinken gehen? Klar, wo soll's denn hingehen? Ums Eck, da hat eine Kantine aufgemacht. Da könnten wir hingehen. Nee, da ist mir immer zu viel Stress. Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Na, mein Zwillingsbruder ist ja eine ziemliche Spaßbremse, aber macht nichts. Dann können wir uns eben das neue Playset angucken. Ja, richtig gelesen. Es geht um das Nevarro Cantina Playset aus dem Jahr 2022, was in der The Vintage Collection herausgekommen ist. Warum stelle ich das eigentlich so spät vor? Wenn man sich das fragen sollte, liegt das einfach daran, dass das Geschäft, in dem ich das schon vorbestellt habe, und zwar schon letztes Jahr, damit einfach nicht rumgekommen ist. Das heißt, der hat den Liefertermin immer wieder weiter nach hinten rausgeschoben. Das wurde mir dann irgendwann zu doof und dementsprechend habe ich dann das Set woanders bestellt. Ja, dieses Set, das liegt so um bei 45 bis 60 Euro, je nachdem, wo man das kauft. Wenn man es bei bestimmten Geschäften kauft, kostet das sogar 80 Euro. Ne, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wo man da gerade bestellt. Okay, bevor ich hier bei dem Set hier das große Unboxing mache, stelle ich euch natürlich noch mal kurz die Box vor. Dafür versetze ich noch mal die Kamera in eine andere Position, damit ihr euch das Ganze anschauen könnt. Da haben wir also die Box. Nichts Spezielles dran, so wie wir es kennen. Vorderes Bild, hinteres Bild, so gut wie gleich. Und auf den Seiten noch ein paar Gewürzvorschläge, wie man das Set aufbauen kann und wie man das Set bevölkern kann. Naja, hier unten gerade mal nicht. Aber auf der Seite, da haben wir dann auch noch mal so ein paar Hinweise und Vorschläge, was wir denn so mit dem Set machen können. Das Einzige, was ich an der Box nicht mehr ganz so schön finde, war aber auch schon früher so, dieser Aufkleber, dass eine Figur included ist, ist gar kein Aufkleber. Das ist einfach reingedruckt. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte das ganz gerne abgenommen, weil ich finde, dieser gelbe Aufkleber, den wir hier drauf haben, an der Stelle, na, ich halte ihn noch mal ein bisschen näher in die Kamera, ja, so geht das, den finde ich einfach nicht schön. Gut, aber lässt sich leider nicht ändern. Damit müssen wir im Moment leben. Gut, ich bin auch gefragt worden, ob ich auch so eine Box mal ausmessen kann. Ich werde dazu übergehen, auch die Modelle einmal auszumessen, damit man weiß, wie viel Platz sie in der Vitrine brauchen. Es gibt aber auch Leute, die tatsächlich die Box ausstellen wollen und wollen dann auch wissen, wie groß die Box ist. Gut, dem Wunsch komme ich gerne nach. Dazu brauche ich Hightech Measurement Tool, nennt man auch Gliedermaßstab, einmal ausgemessen. Wir sind hier bei der Box bei 33 cm in der Breite. Dann sind wir bei 8 cm in der Tiefe und, wo wir schon dabei sind, 19 cm in der Höhe. Das heißt also, die Box ist relativ klein. Okay, bevor ich jetzt zum Unboxing komme, muss ich mir natürlich noch ein bisschen Spezialwerkzeug holen. Ihr kennt das von mir. Ich werde die Box wieder versuchen, nur auf einer Seite zu öffnen, damit die andere Seite mit dem Kleber verschlossen bleibt. Bis gleich. Lasse das große Unboxing beginnen. Wenn man jetzt glaubt, ich kann zaubern. Aha, hinter der Box versteckte sich das Special Tool. Nein, das habe ich mir eben gerade geholt, keine Angst. Wie gesagt, ich öffne die Box erstmal nur von einer Seite und dann schauen wir mal, was da so alles drin ist. Einmal geöffnet. Und auch hier wieder immer schön aufpassen, dass die Richtung stimmt. Tut sie hier gerade mal nicht. Aber, au, nicht zubeißen. Das zählt nicht. Ah. Und hier haben wir jetzt den Inhalt.
wollen wir mal gucken, was uns alles so begegnet. Ja, begegnet tut mir erstmal eine Anbauanleitung. Ah, die gibt es nachher in den Details nochmal zu sehen. Dann nochmal auf. Oh ja. Scheint aber jetzt nichts für Raketenwissenschaftler zu sein. Hm. Nochmal, ups, den kleinen Zettel. Ne? Wir machen alles richtig. Auch das legen wir einfach mal hier hin. So, und was haben wir hier alles? Was wir sehen, ist, dass viel in Pappe eingebaut ist und in diesem Seidenpapier, was wir auch schon aus den Viererpacks, Troop-Builder-Packs kennen. So, der ist ein bisschen angeklebt. Und was haben wir hier? Ah, hier haben wir die Bar als solches. So, die schwebt hier nur so rum. Das heißt also, die ist nicht festgemacht. So, gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier eine Zwischenpappe, die dann auch heruntergefallen ist. Und hier haben wir den Imperial Death Trooper auf Karte mit der Nummer VC-220. Zeige ich nachher auch nochmal. Auspacken werde ich sie in der Tat nicht, weil ihr kennt mich vielleicht. Ich bin ein ausgemachter Verpacktsammler. Gut, gucken wir mal weiter. Ja. Hier haben wir die Cantina vor der Seite, also die Seite, die man sehen soll. Und wenn ich hier mal schaue, ja, das habe ich schon bei diversen anderen Besprechungen mal gesehen, das ist hier die Rückseite. Und ganz ehrlich, wenn man so diese Rückseite in den Händen hält, fällt einem doch auf, ja, ein bisschen lieblos ist das denn doch gestaltet. Hat man tatsächlich in verschiedenen Videos aber auch schon gesehen. Ja, das hier ist Pappe, die hier in irgendeiner Form eingeklemmt ist. Gut, müssen wir aber mal schauen. Das ist also die Cantina A. Ich sehe gerade, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, sozusagen das zerschossene Fenster zu sehen. Und einmal die Möglichkeit, wenn man die Pappe umdreht, das heile Fenster zu sehen. Ne, schaut, dass hier ein wirkliches Fenster drin ist. Ne, da kann man also einmal durchfassen. Ne, das wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen, wenn man hier wirklich ein Fenster vormacht. Ne, vom Zerschossenen braucht man es nicht unbedingt. Vom Heilen wäre es ganz nett gewesen. Okay, stellen wir das auch nochmal hin. Und was haben wir sonst noch in diesem feinen Papier, was wir hier haben? Naja, das sind jeweils die Seitenteile, würde ich mal schwer vermuten. Ja, schwere Vermutung war richtig. Okay, ja, auch hier sehen wir bei diesem Seitenteil, es ist eine Tür angedeutet oder eingebaut, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Und hinten habe ich hier das Ganze wieder als Pappe dargestellt. Es ist also keine wirkliche Tür, wie man es im Tente 4 Playset hatte, die man irgendwie auf- und zuschieben kann, sondern hier ist es tatsächlich ein bisschen herzlos, einfach nur mit einer Pappe dran. Diese Pappe kann man hier offensichtlich einmal herausnehmen, wäre dann das hier. Und dann hat man halt eine offene Tür. Da können wir uns dann nochmal überlegen, was wir davon halten werden. Ich mache das hier nochmal zu und dann kommt das hier auch erstmal auf die Seite. Na, stehst du? Nein, stehst du nicht. Gut, was haben wir sonst noch? Wir haben eine Kleinteile-Tüte. Auch hier werde ich mal mit meinem Special Tool einmal die vom Klebeband befreien. Und dann können wir tatsächlich all das, was wir im Moment nicht brauchen, zum Beispiel diese Trennpappe, das Seidenpapier, was wir hier haben,
auch mit. Das können wir dann sofort in die Box hier wieder hineinpacken. So, Ordnung muss sein. Ordnung ist das halbe Leben. Und dementsprechend können wir die jetzt mal wieder zumachen. Ja, ich würde mal vermuten, dass der Aufbau dieses Sets jetzt keine größeren Komplikationen bieten sollte. Wir sehen, auf der Seite haben wir Löcher, wir sehen, auf der Seite haben wir Noppen. Offensichtlich soll es wohl so sein, dass wir entweder das Ganze hier reinstecken können. Dann haben wir die Tür auf der, auf der linken Seite. Und wenn wir das hier nehmen, dann haben wir den Durchgang auf der rechten Seite. Und das Gleiche geht natürlich auch nochmal andersrum. Nehmen wir das hier nochmal ab. Dann hätten wir den Durchgang auf dieser Seite. Und die Tür, die können wir jetzt nicht mehr so rum anbauen, sondern diese Tür, die müssen wir tatsächlich so rum anbauen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, na, kommst du ran? Geht das überhaupt? Sollte ja. Gewalt macht alles gut. Gerade bei so Plastik-Playsets. Kann man sich natürlich jetzt überlegen, ob man das Playset so darstellen möchte. Nimmt natürlich mehr Breite auf. Messen wir gleich mal aus. Oder ob man das anders darstellen möchte. So, wir haben hier die Bar. Ist so ein bisschen, kann man vielleicht noch was reintun, weiß ich nicht. Und das, was jetzt schon auffällt, was mir auch schon früher aufgefallen ist, ich finde das ein bisschen schade. Hier fehlt ein Boden. Aber lassen wir das erstmal. Das können wir nachher nochmal im Fazit richtig besprechen. Okay, wir machen hier auch nochmal den Kleinteilebehälter auf. Na komm, ich möchte dich so vorsichtig wie möglich aufmachen. Dann würde sie auch zulassen. Danke. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier so alles am Zubehör haben. Ne, da ist nichts mehr drin. Kommt nachher auch in die Box. Wir haben einen Hocker, wo irgendwas zwischenklemmt, was er wahrscheinlich gar nicht zwischenklemmen soll. Sehr interessant. Wir haben einen weiteren Hocker. Und wir haben viele kleine bunte Einzelteile. Irgendeine Kugel. So, ich gucke mir mal an, wie diese Einzelteile zusammengesetzt werden sollen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das sind die Einzelteile, die aus dem Paket herauskommen. Man sieht, dass wir Aufbauelemente haben für Sachen, die auf der Bar stehen sollen. Wir haben ja so was Ähnliches wie kleine Flaschen, wo höchstwahrscheinlich was drin sein soll. Wir haben zwei Hocker, zwei Trinkgläser und dann nochmal irgendwas, was ich nicht näher identifizieren kann. Aber höchstwahrscheinlich soll das auch irgendwie auf der Bar stehen. Und diese Elemente, die wir hier auf der linken Seite haben, da sollen nachher die Flaschen mit hinein, die müssen also zusammengesteckt werden. Dazu haben wir vier Elemente von den Zwischenstücken, drei Elemente von Stücken, die oben drauf sollen und ein Element, was in die Mitte soll. Wie das Ganze nachher ausschaut, das werde ich euch zeigen, wenn das aufgebaut ist. Ein lustiges Phänomen ist ja folgendes. Diese kleinen Trinkgläser, die hier drin sind, die werden wahrscheinlich auch als erstes verschwinden, aber passt mal auf, was passiert. Ich lege das auf meinen Tisch, alles ist gut. Ich lege das auf die Bar und jetzt habe ich irgendein statisches Feld.
was auf diese Trinkgläser wirkt. Ich versuche die mal so hinzustellen, dass sie oben offen sind. Ja, da fällt schon das erste runter und man sieht, ja, den habe ich jetzt hinbekommen. Der steht jetzt auch. Aber eben gerade hat man schon gesehen, da war ein statisches Feld bei, was das Ganze so ein bisschen verhindert hat. Also wie gesagt, die beiden Trinkgläser, die habe ich sehr im Verdacht, dass die zuerst verschwinden. Das ist die erste Aufbauvariante und diese hat 45 cm in der Breite und 11,5 cm in der Tiefe. Die nächste Aufbauvariante ist 14 cm tief und 33 cm breit. Das ist die letzte Aufbauvariante, die der Variante 1 in Breite und Tiefe entspricht. Und alle Varianten sind 17 cm hoch im Scheitelpunkt der Kantine. Hier die beiden Pub-Inlays, die jeweils das kaputte und das heile Fenster symbolisieren sollen, respektive die Tür. Wie ich schon gesagt habe, beides aus etwas dickerem Karton. Und hier nochmal die Kantine mit heilem Fenster. Die Tür im offenen Zustand. Auch hier nochmal die Aufbaumöglichkeiten der Kantine. Das ist sie also, die Kantina. Bei dieser Kantina habe ich viel Licht, viel Schatten. Man muss eins dazu sagen, für die 80 Euro, die Hasbro Puls verlangt, wäre mir das Ganze ein bisschen zu billig aufgezogen. Ich habe jetzt 45 Euro bezahlt und zwar im Hasbro Puls Power Sale. Da ist das Ganze okay. Man muss ja auch immer mit einberechnen, dass wir hier noch eine Figur mit bekommen. Das heißt also, wenn ich diese Figur mal mit 20 Euro einkalkuliere, dann hat das ganze Set 25 Euro gekostet, was per se okay ist. Ja, das Set, viel Licht, viel Schatten. Das, was ich per se ganz gut finde, sind zum Beispiel immer diese kleinen Einzelteile, die man noch mit dazu bekommt. Das, was ich soweit ganz nett finde, dass man das Set kombinieren kann, je nachdem, wie man die Seitenwände ansteckt, habe ich da ein bisschen anderen Eindruck. Und ja, ich kann mir ein zweites Set kaufen, was ich hier auch nochmal an die Seite heranbringen kann, wo ich das Ganze dann etwas vergrößern kann. Das ging ja auch schon mit dem Tantive 4 Playset, da konnte ich sowas Ähnliches tun. Das, was ich nicht ganz so schick finde, ist der etwas lieblos gestaltete Hintergrund. Hier sieht man eigentlich gar nichts. Das heißt, wenn man mal ein Diorama aufbaut und dann auch von hinten guckt, dann sieht man letztendlich nur weiße Pappe und graues Plastik. Dass die Tür hier nicht einen Schiebemechanismus hat, ähnlich wie beim Tantive 4 Playset, finde ich auch ein bisschen schade. Und dass ich hier in dem heilen Fenster kein Plastik drin habe, ja, ist bei mir jetzt auch zwar nichts Weltbewegendes, aber kann man durchaus auch nochmal als Kritikpunkt nehmen. Das, was ich sehr schade finde, ist, dass wir hier keinen Boden drunter haben. Das heißt also, jetzt kann ich mir selber aussuchen, habe ich das hier näher dran stehen oder aber stelle ich das sonst wohin. Das kann natürlich von Vorteil sein, aber ich finde das ein bisschen nachteilig, dass ich hier sozusagen die Unterfläche sehe. Das heißt also, hier hätte ich mir ein bisschen
was gewünscht. Und wenn es denn nur aus Pappe gewesen wäre, weil offensichtlich harte Pappe haben sie schon dabei gelegt für Fenster und Tür. Also warum nicht auch für den Boden? Okay, das soll es von meiner Seite erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und dann wünsche ich mir, dass ihr vielleicht das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich verabschiede mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss. Oh, kurzer Einwand noch zu der blauen Flasche. Da habe ich gleich nochmal einen kleinen Einspieler für euch. Bis denn. Übrigens, die kleine blaue Flasche, die Fennec Shand bei der letzten Sequenz von The Mandalorian hatte, um daraus zu trinken, die ist auch hier in der Cantina drin. Allerdings scheint es mir so, dass die Cantina-Flasche ein etwas helleres Blau hat. Ist allerdings schwer zu beurteilen, weil die andere Flasche ja noch in der Verpackung drin ist. Aber das nur mal als Hinweis, die beiden Flaschen sind vom Mold her relativ identisch.